alle rein in die Kabine und schon gehen die Türen zu. Und wir schweben durch die Lüfte über Wiese, Alm und Kuh. Über Wasserfall und Wege und das Große wird jetzt klein. Autoparkplatz, Talstation und selbst die Gedanken über das, was war und was wird sein. Ja, wir fahren jetzt in den Himmel und man sieht die Wolken schon. Und schwupps ist die Welt verschwunden und es dongt zur Bergstation. Und als Aussicht gibt's heut Wolken, manche fluchen, so ein Mist. Doch man hört deutlich am Kuhglocken läuten, dass hier oben irgendwer ist. Manche fluchen, essen Kuchen, ja man hat heut keinen Zweck. Andere nehmen die Stöcke und rennen in die Wolken und sind weg. Komm, wir gehen durch Nebelwände, ist das dort ein Schaf? Und entdecken hier lauter Kühe im Nebel und Skilifte im Sommerschlaf. So ein Gipfelkreuz im Nebel, das hat durchaus seinen Reiz. Wahnsinn, was man heute hier nicht sieht, sogar die Schweiz. Na, dann stellen wir's uns halt vor, dass da unten weit und breit in den allerschönsten Farben und es ist viel schöner als die Wirklichkeit. Der ganze Rest der Welt liegt irgendwo da drunten. Endlich Luft nach unten, ganz viel Luft nach unten. Nach unten, ganz viel Luft nach unten. Plötzlich spielt der Himmel Piepshow, man sieht ein paar Sekunden den Bergsee grünlich leuchten und er ist wieder verschwunden und ist schon Erinnerung und durch diesen Wolkentrick bleibt er erhalten für immer und ewig der allererste Blick. Später fahren wir wieder runter zu den Almen und den Wiesen, zu den Grashügeln, die so aussehen wie Golfplätze für Riesen. Und fragt uns unten einer, was gab's oben denn zu sehen? Dann sagen wir nichts, da gab es nichts und das war richtig schön. Der ganze Rest der Welt lag irgendwo da drunten. Endlich Luft nach unten, ganz viel Luft nach unten. Und erwachsene Leute, die schrien dort einfach so. Ganz sonderbare